Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dickkopf. Ich bin Joshua und das ist Jona und wir beide sind die Moderatoren der heutigen Folge. Ja, heute sind wir gut mit dabei. Wir freuen uns, hier zu sein mit euch und ja, wollen wir direkt starten. Ja, gut. Mein Bruder ist ein bisschen am Grinsen, weil er mir gerade erzählt hat, dass er am Bahnhof den Mettfreitag kennengelernt hat irgendwie. So und nie anders. Das ist sehr wichtig. 2 genau. Euro für ein Mettbrötchen? Ja, aber ich mag es nicht. Also keine Sorge. Das Met ist in der Pfanne besser aufgehoben. Aber das ist ein anderes Thema. Und wenn wir schon mal beim Thema Met sind, kommen wir natürlich auch zum Thema Blut. Und deswegen fangen wir jetzt an mit Blutdurst. Wichtig, es ist nicht Blutwurst, sondern Blutdurst. Und das Kuriose ist, hier geht es zum Teil wirklich um Blutdurst in dem Sinne, aber irgendwie auch nicht. Also der Band heißt Blutdurst. Ganz einfach gesagt, kann man sich gut merken. Aus dem Hause Marvel. Und da geht es darum, dass der Vampir Reizo Kodo zusammen mit den Vampiren von der Gruppe Forgiven in der Unterwelt unterwegs ist. Und in der Unterwelt gibt es halt viele Monster und so Kreaturen, die man halt lieber nicht sieht. Und wenn man sie einmal sieht, dann hat man wahrscheinlich das letzte Mal was gesehen. Also ist jetzt nicht so schön da. Und Forgiven ist halt auch eine Gruppe, die aus Vampiren besteht. Und bei Vampiren wissen wir natürlich, die haben einen gewissen Geschmack. Und dieser Geschmack ist halt einfach durch unsere rote Flüssigkeit ja, gestillt, wenn diese zu ihnen kommt. Und das kommt normalerweise über eine sehr brutale Art zu ihnen, was halt dazu führt, dass sie sich vermehren. Ne? Also Kondome helfen da schon mal nicht. ja, ein kleines Wortspiel. Ja, ist egal. Naja, auf jeden Fall, Forgiven zeichnet sich dadurch aus, dass diese Vampire aber auf diesen Blutdurst nicht angewiesen sind. Also die haben sich das praktisch abtrainiert, sind nicht mehr süchtig danach und versuchen ihren Durst durch andere Mittel praktisch zu bändigen. Aber es ist halt ein Kampf, weil die, vom Prinzip her sind sie süchtig danach. Das wäre halt so, wenn man einem Heroinsüchtigen praktisch das Heroin wegnimmt. Also dementsprechend, ne, selbst wenn lange Zeit nichts ist, kann es halt immer noch zu einem Rückfall kommen. Genau, und ich sag mal, das ist halt auch so die eine Schwachstelle. Und die werden unterstützt von Helden wie Spider-Man, X-Men und den und Captain America, weil die da halt gerade eigentlich auf einer sehr wichtigen und spannenden Mission durch die Unterwelt sind. Also, genau, es ist eigentlich ganz vernünftig, wenn die da nicht alleine sind. Doch aus Verbündeten werden relativ schnell Feinde, denn die Waffe, dass sie praktisch süchtig sind nach Blut, wird den Ganzen zum Verhängnis. Das ist nämlich so, dass die böse ehemalige Oberstzauberin Salome praktisch ihre Finger im Spiel hat und praktisch genau mit dieser Sucht spielt und dafür sorgt, dass Forgiven anscheinend dann doch nicht mehr so Forgiven ist. Und genau, das ist halt ganz spannend und finde ich eigentlich ganz gut gemacht für Fans, die halt auch auf Vampire stehen und generell so in dieser Szene unterwegs sind. Es wird hier auch unter anderem das Reich der Vampire in Chernobyl vorgestellt, also eine sehr strahlenreiche Region. Genau, finde ich ganz spannend gemacht. Einzelband, geschrieben von dem Autoren Mark Russell und Tim Selley. Zeichner-Team war Dave Wächter und Sid Kottian, die insgesamt auf 140 Seiten für nur 17 Euro gekommen sind. Ja, genau. Und jetzt kommen wir zum zweiten Band und das ist Spawn Nummer 132, Unerwünschte Gewalt. Und ja, also wirklich großen Respekt, wer jeden Band dieser Serie hat, das ist schon ein gutes Stück. Ja, das, ja, unser Kameramann meldet sich, ob das wirklich so stimmt, das weiß ich nicht. Aber gut, Al Simmons, kennt ja jeder, ist ja Spawn in dem Fall, ist auf der Suche nach einem alten Widersacher. In dem Fall sucht er den geisterhaften Dämon namens Shriek. Ist ein guter Name für einen Dämon, aber er weiß absolut nicht, wo er die Suche beginnen soll. Deshalb ist, das Problem ist nämlich, Shriek ist wie vom Erdboden verschluckt und lässt sich auch irgendwie nicht auffinden und deshalb ist Simmons oder Spawn in dem Fall mit seinem Freund Mark daran in seinem Geheimversteck, das ist so ein Bunker oder Keller unter der Erde irgendwo sehr tief vergraben, dabei eine sehr große Datenanalyse zu starten und schnell finden sie tatsächlich eine Spur und die führt sie nach Peru. Peru in einem
kleines Dörfchen, das heißt Villa El Salvador. Und ja, auf den ersten Blick wird dieses Dorf als sehr friedlich beschrieben. Es ist gerade etwas sehr heiß, also über 40 Grad werden angezeigt. Aber trotzdem, die Menschen machen einfach das Beste draus, die Kinder spielen draußen und es ist friedlich, bis auf einmal einige Männer auftauchen mit einem schwarzen SUV und anfangen einfach Kinder zu entführen. Und naja, wie sich später herausstellt, sind das Handlanger von einem sehr korpulenten Drogenboss in der Gegend, der wiederum ein Vergewaltiger ist. Ach, und ja, dementsprechend weiß man, glaube ich, auch, was mit den Kindern passiert. Das Problem ist, als er wieder mal so seine Tour startet, also die Kinder kriegen dann meistens so eine Maske über und dann erkennt er aber seine Tochter dahinter und ist erstmal zugrunde erschreckt. Aber dahinter verbiegt sich eben Freak und Spawn taucht zeitgleich auch noch auf. Es ist eine sehr, schon sehr krasse Story und auch etwas bedrückend. Ich finde, da gibt es eine Altersfreigabe. Das steht hier nicht. Ich gehe aber mal davon aus, dass... Ja. Nö, steht nicht dabei. Aber ich denke mal, dass es eine Altersfreigabe so um 16 Jahre rum gibt. Also ist jetzt vielleicht kein Inhalt, den man unbedingt einem Kind oder jungen Jugendlichen in die Hand drückt. Also, ja gut, das kommt immer auf den Jugendlichen an, aber ja, grundsätzlich würde ich dir da recht geben. Auf jeden Fall kommt es zu einem sehr interessanten Showdown zwischen Freak, Spawn und halt eben diesem Mann. Und ja, von dem Autoren wieder mal Todd McFarlane, der aus Spawn-Schöpfer ist und Spawn-Erfinder in dem Fall. Und umgesetzt wurde das von dem Zeichner Mike Del Mundo. Der Band hat 108 Seiten und kostet 14 Euro. So, und dann kommen wir auf jeden Fall zu einem Band, der eine, auf jeden Fall eine Altersfreigabe von 16 Jahren hat. Das müssen wir einmal wegen den Richtlinien von den Webseiten, wo das hochgeladen wird, einmal bekannt geben. Also bitte achtet darauf, dass Menschen, die nicht 16 Jahre sind oder generell für sowas nicht sehr empfänglich sind, dass diese Personen das dann nicht lesen. Oder in Begleitung der Eltern, ne? Ja, gut. Ja. Soll es ja auch geben. Genau, also als kleine Empfehlung vorweg. Und dann starten wir auch schon. Das ist nämlich Band 1 einer neuen Serie. Und zwar Alien 1 Tauwetter heißt das Ganze. Tauwetter hört sich erstmal in dem Sinne sehr spannend an, weil wir ja auch aktuell sehr viel mit Regen und so zu tun haben. Und deswegen Tauwetter super. Diese Serie beschäftigt sich aber mit einem ganz anderen Ausmaß, also nichts mit Hochwasser oder sonst was, sondern wirklich mit was ganz anderem. Und zwar ist es nämlich so, dass Wasser ja generell ein sehr wichtiges Element ist. Also ohne Wasser könnten wir ja auch nicht leben, so wie wir es jetzt machen, beziehungsweise irgendwann ist halt empty ohne Wasser. Genau, und deswegen versucht man... also sowohl in der Realität als auch hier in diesem Comic praktisch zu gucken, wie kommen wir an Wasser. Und dafür sind wir hier in diesem Comic nicht mehr auf der Erde, sondern auf dem Mond LV695. Und dort gibt es nämlich eine große Gletscherlandschaft, also praktisch gefrorenes Wasser. Und dort wird halt erforscht, wie man vielleicht Wasser dort abbauen kann in dem Sinne und praktisch damit möglichst viele Menschen versorgen kann und generell halt, was mit Wasser so möglich ist. Wird auch in der Realität übrigens gemacht, genau, ist halt eine wichtige Forschung. Genau, und das macht unter anderem auch die Wissenschaftlerin Batya Zahn, die zusammen mit ihrer Tochter Sascha und einem Forscherteam da auf diesem Mond ist, was halt generell erstmal vielleicht öde ist, gerade für so eine Tochter. Ich meine, die ist 17 Jahre alt, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Also kann schon mal langweilig werden, so die klassischen Teenie-Geschichten passieren dann halt nicht. Also Freitagabends gibt es halt kein Date im Kino, sondern, naja, sitzen auf dem Eisblock. Genau, und deswegen ist die Tochter auch manchmal so ein bisschen abenteuerlustig und so auch dieses Mal und klettert in so einen Spalt von dem Gletscher und, naja, in dem ganzen Eisblock, was sie da so findet, trifft sie da auch auf schlafende Kreaturen. Und zwar sind es Aliens in dem Sinne, die halt geweckt werden, unter anderem durch sie, aber auch dadurch, dass es halt auftaucht, deswegen Tauwetter. Und das ist praktisch eine neue Art der Aliens, also praktisch eine brutalere und noch kriegerische Art, wie sie eigentlich eh schon sind. Also
freut man sich jetzt nicht sonderlich über diese Begegnung, muss sie auch direkt feststellen. Und das ist halt auch wieder sehr spannend gemacht, vor allem weil das eher die Kriegerrasse ist. Also es gibt wohl die, die bisher aufgetaucht sind, sind wohl nicht kriegerisch. Ach, naja, weiß man ja jetzt nicht so, was man davon halten soll. Genau, und die warten halt eigentlich darauf, dass sie praktisch dann sich vermehren können. Und wir wissen alle, wie sie sich vermehren, also auch nicht so schön. Deswegen die Leseempfehlung ab 16. Genau, und die Firma, die auch hinter der ganzen Mondgeschichte steckt, ist die Weyland-Yutani. Kennt man ja auch schon aus anderen Serien aus der Alien-Reihe. Und die schicken Soldaten hin, um einfach mal so ein paar Proben und Exemplare so zu sammeln. Und naja, das geht halt nach hinten los. Und genau, das ist halt der Auftakt dieser neuen Staffel. Ich glaube, das wird ganz spannend und auch grausig und kalt. Also kann man sich hier auf jeden Fall auch auf einiges gefasst machen. Und ja, lest doch gerne mal rein. Geschrieben hat das der Autor Declan Shelvery und der Zeichner Andrea Brocado. Hat dann am Ende das Ganze ein bisschen kühl gezeichnet, was am Ende auch sehr gut rüberkommt. Das Ganze hat 132 Seiten und kostet nur 17 Euro, also ein guter Start ins neue Jahr und in eine neue Serie. Genau, und damit verabschieden wir uns heute auch schon wieder von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, dann schaut doch einfach mal beim dickkopf.de vorbei mit Doppel-K und Doppel-P. Genau, da war Jonas Einsatz. Jonas ist glücklich, ich bin glücklich. Wir wünschen euch alles Gute und wir sind noch glücklicher, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Abonniert unsere Kanäle, ihr könnt uns Kommentare schreiben über das Kommentarfeld oder auch an die E-Mail-Adresse. info@dickkopf.de, auch mit Doppel-K und Doppel-P. Tschatsching. Und der Jonas wünscht euch alles, alles Gute. Wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss.